Hallo. Hallo Dirk. Wir machen heute wieder die Top 10. Frauen. Erklärung kann man jetzt auch, müssen wir mal Zeit sparen. Ja, ist echt so. Im letzten Video. Wenn ihr es noch nicht geguckt habt, geht drauf. Wir machen heute wieder Weiber. Weiber, Abwehr. Abwehrspieler, die absolut besten der Welt. Die 10 besten. Die große Frage ist, wie viele Deutsche werden wir dieses Mal mit dabei haben, ich nachdem wir bei den Bloggerinnen keine hatten? Und vielleicht gibt es jetzt schon direkt die Antwort auf Platz 10. Gibt es? Wir haben nämlich eine Deutsche auf Platz 10. Als hättest du für dich vorbereitet. Ist ja ein Traum. Wir haben Carla Borger auf Platz 10. Puh. Die Vize-Weltmeisterin von 2013, die deutsche Meisterin 2019, die mittlerweile gefühlt schon immer auf der Uhr zu spielende Carla Borger, ja, die in der Abwehr jetzt nicht die allerbeste Spielerin ist, da werden wir gleich definitiv Spielerinnen nennen, die mehr Skills haben, aber unfassbar gut aufschlägt, physisch, gerade durch ihre gute Schlagschulter auf jeden Fall gegenüber anderen Spielerinnen auch ein Stück voraus ist und deswegen rutscht sie in die Top 10 rein. Unterschätzt physisch, würde ich auch sagen. Ja, das ist auch so. Vielleicht auch ja. Die, ja, weil ich, also es hört sich immer super hart an, aber Carla, ey, unfassbar solide in allen Bereichen, mhm. Aber ist sie irgendwo absolute Elite? Absolute Elite? Schwer, ja, schwer zu sagen. So, nicht die allerbeste in der Abwehr, auch nicht die allerbeste im eigenen Sideout. Und so kannst du überall durchgehen. Und deswegen ist es nur Platz 10. Aber ganz ehrlich, das wird Carla auch selber so sehen, wenn wir gleich die Kandidaten alle durchgehen. Klar, es sind ein paar, die sind vielleicht auch ein bisschen was jünger und haben nicht so viel erreicht wie sie. Das ist okay, das kann ich dann auch verstehen. Ja. Aber meiner Meinung nach ist es in Ordnung. Weil wir reden hier auch von den besten 10 der Welt in dem, was sie machen. Ne? Also da muss man jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen. Das ist schon Platz 10, Carla Borger. Auf Platz 9, wir gehen mal wieder in die USA und reden von der ehemaligen Partnerin von Kelly Klaes, die wir letztes Mal mit dabei hatten. Wir reden von Sarah Hughes, die inzwischen mit Summer Ross zusammenspielt. Und ich glaube, da werden jetzt die Ersten sagen, boah, da müsste Carla aber noch einen Spot nach oben. Ja. Weil man hat von der Frau auch jetzt noch nicht allzu viel mitbekommen. Hatten wir letztes Mal schon drüber geredet. Die Frau ist noch nicht so lange auf der World Tour. Und vor allen Dingen ihre Partnerin Summer Ross war jetzt einfach auch lange außer Gefecht. Sie hat mit vielen verschiedenen Partnerinnen gespielt, unter anderem auch mit Brandi Wilkerson einmal auf der AVP. Das war übrigens sehr ansehnlich. Das war sehr ansehnlich. Ja. Und die Frau ist für mich unterschätzt jetzt schon, abseits von Laura und so den ganz großen Namen, eine der absolut besten Abwehrspielerinnen der Welt. Ist schon, gerade im Vergleich jetzt zu Skukala zum Beispiel, muss man einfach sagen, da ist Sarah Hughes ein ganzes Stück einfach nochmal besser. Und auch mit einer Galligkeit und auch unterschätzend Physis. Ja. Die ist relativ klein, ist aber einfach wirklich unfassbar schnell auf den Beinen, verteidigt gut, antizipiert gut und ist auch im Sideout eine unterschätzte Maschine. Also macht das einfach gut, hat da viele wilde Schläge auch mit dabei. Aber für mich geht da der Weg nur steil nach oben. Und ich bin gespannt, vielleicht wird es irgendwann das Comeback geben von Klaes Hughes. Würde mich persönlich freuen, ich fand das Team schon immer geil. Ja. Und für mich eine der underratedsten Spielerinnen auf der kompletten Welt aktuell, Sarah Hughes. Sagt er zu einer Spielerin, die wir auf Platz 9 der Welt ranken. Ja. Nee, ich kann dem nichts hinzufügen. Die Frau, die macht Spaß beim Volleyball gucken, die ist wirklich richtig geil. Explosiv, das macht schon Spaß, so zu gucken. Ja. Mhm. Platz 8, und wir bleiben im deutschsprachigen Raum. Naja, nicht ganz deutsch, wie auch immer, wie man das sagen möchte. Wir gehen in die Schweiz, so viel steht fest. Ja, wir gehen zu Nina Betschart und wir gehen zum Platz 4 der letztjährigen Weltmeisterschaft. Wir gehen zu einer kleinen Spielerin, die jetzt gerade zu anderen Abwehrspielerinnen vielleicht auch eher im Angriff so ein bisschen hinten ansteht. Vergleichen wir jetzt mal Nina Betschart im Angriff mit Carla Borger, könnte man sagen. Eine junge Brooke Sweat in vielleicht ein bisschen besser, so keine in die Ahnung. Richtung. Aber man muss sagen, die Ergebnisse der letzten Jahre sprechen auch dafür. Hat mit Tanja Hüberli einen Megaprozess hinter sich. Hat letztes Jahr nicht nur den 4. Platz bei der WM, das haben wir nicht vergessen, danach nochmal ein Halbfinale auch in den Start beim Heimturnier abgeräumt. Und hat neben einem unfassbar soliden Zuspiel, spielt auch sehr viel oben zu, einfach auch eine unfassbar gute Antizipation in der Defense, schlägt sehr solide auf, vor allem auch taktisch unfassbar diszipliniert und vielleicht auch einen der besten Cutshots oder überhaupt eine der besten Shotspielerinnen der Welt. Und deswegen kann sie auch auf höchstem Niveau durchsetzen. Und deswegen ist sie in den Top 10 und auf Platz 8 in diesem Ranking. Was sie natürlich auffällt, ist einfach das eigene Sideout, kann man gar nicht so sehr sagen, aber die Möglichkeiten, die sie hat. Sie macht das verdammt gut, natürlich mit vielen Cuts und Shots und einfach viel Cleverness, aber sie kann halt nicht wirklich hart schlagen, kann nicht groß Winkel schlagen, geht einfach nicht, dafür ist sie zu klein, dafür fehlt ihr die Athletik. Und für mich, ich gucke sie auch immer dann an und ich meine, nicht nur wäre sie, glaube ich, wahrscheinlich bei vielen, ist sondern ein hübsches in der Mädchen, Top 3 würde ich gerne mal einen Kaffee mittrinken, weil sie auch sehr sympathisch vor allem wirkt, nicht nur attraktiv, wie auch immer, aber sie wäre halt so eine... Wäre wahrscheinlich, könnte eine Weltklasse-Lieberer an der Halle sein zum Beispiel. Ja, definitiv. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Hat sie bestimmt früher auch gemacht, gehe ich mal stark davon aus. Aber ey, wie gesagt, sie ist trotzdem in der Weltspitze angekommen mit ihren Möglichkeiten. Und das ist großartig. Ist auch noch jung genug, dass die Reise noch nicht vorbei sein sollte. Und mal schauen, ob es da auch, ich meine, bei den U-Disziplinen hat sie eigentlich auch eh alles abgeräumt. Ja. Ist da mehrfache Weltmeisterin, Europameisterin. Und mal schauen, auszuschließen ist es nicht, dass sie auch vielleicht mit Tanja Hüberli zusammen da auch nochmal eine richtige Medaille bei den Erwachsenen da kommt. Die haben noch ein paar Jahre vor sich, so steht fest, ja.
Das ist dir ein inneres Blumenpflücken, ne, Dirk? Jetzt kommen wir zu einem der charmantesten Namen auf jeden Fall, der kompletten Crew. Und sehr sympathisch ist übrigens auch Norderney-Legende, muss man mal sagen. Maria Fee Atacho del Solar hat, ich weiß gar nicht, wann das war, als ich das erste Mal Norderney gespielt habe, sogar im Hauptfeld war, by the way, Weird Flex, war die gute Maria Fee mit ihrer ehemaligen Partnerin da am Start, haben sie einfach mal so ein bisschen da gezockt und ja, hat damals schon einen sympathischen Eindruck gemacht. Und die Frau ist ja tatsächlich die Partnerin von der, da wo wir gesagt haben, das ist die Eins, das ist die beste Blockerin der Welt. Deswegen ist es halt in dem Sinne auch vielleicht nur Platz 8. Es gibt ein paar Parallelen zu Nina Becher natürlich auch, weil wie gesagt, auch sie ist mit Sicherheit nicht die, die jetzt irgendwie mit krassen Angriffsaktionen da groß punktet. Sie geht vor allen Dingen natürlich über ihre bissige Defense. Das und da ist sie auch eine der Besten auf jeden Fall. Einfach ein gutes Mindset, positive Einstellung auf dem Feld, lässt sich da einfach nicht groß beirren. Für die großen Erfolge hat es, wie gesagt, bisher noch nicht so richtig gereicht. Wobei eine Bronzemedaille bei der WM ist ja auch nicht allzu schlecht. Aber ja, wer die stärkere Spielerin im Team ist, ist, glaube ich, allen klar. Ja. Aber trotzdem ist Platz 7 verdient und angemessen. Ja, vor allem, wenn man überlegt, wo die vor ein paar Jahren war, so wie du es gerade beschrieben hast, hat mal so ein bisschen Norderney Top-10-Turnier gespielt, spielt jetzt natürlich mit einer unfassbar guten Partnerin, aber man muss auch sagen, die arbeitet auch hart. Und das siehst du auch an ihrem Körper. Sie war früher vielleicht, hätte man sagen können, vor ein paar Jahren noch ein bisschen speckig, will ich nicht sagen. Ein bisschen weicher, möchte ich behaupten. Und mittlerweile ist die auch einfach mal shredded. So, also das muss man ganz klar sagen. Ein bisschen schade ist, glaube ich, ihre größte Qualität, das eigene Zuspiel, nutzt sie halt nicht. Braucht sie nicht, weil sie immer angespielt wird. Aber ja, ist schon technisch auf jeden Fall eine sehr versierte Spielerin. Und dann liegt es halt an Mutter Natur, dass es einfach nicht für höhere Plätze reicht. So sieht's aus. Platz 6 und wir gehen zurück nach Europa. Wir gehen ein bisschen Richtung Osten. Wir gehen nach Tschechien. Wir gehen zu einer ehemaligen Blockspielerin, die im Jugendbereich als Blockerin alles abgeräumt hat. Wir gehen zu Markéta Slukova. Eine, muss man auch mal sagen, der attraktivsten Spielerinnen auf der World Tour. Absolut. Ich muss zugeben, ich habe ja früher mit ihr auch diese Jugendhöhepunkte gespielt. Jetzt hast du Höhepunkt wieder nur verstanden. Jugendhöhepunkte. Ich habe mit ihr Höhepunkt. U21, U23 und sonstiges. Ist mittlerweile mit ihrem österreichischen Trainer Simon Nausch verheiratet. Liebe Grüße. Guter Mann übrigens. Ein tolles Konstrukt, was sie sich da selber aufgebaut haben. Am Ende eine der wenigen, die es wirklich geschafft hat, die Transition von Block auf Defense. Und die Frau hat Skills. Die kann mittlerweile sogar verteidigen. Offense, definitiv eine der stärksten in dem Tableau, was wir jetzt vorstellen. Defense natürlich gegenüber anderen weit hinten an, aufgrund fehlender Erfahrung und auch ein bisschen mehr Körpergröße. Aber gerade Aufschlag, Offensive, und auch das Mindset, was sie mittlerweile hat. Die spielt ja mittlerweile auch seit, ich weiß es nicht, gefühlt 15 Jahren Beachvolleyball. Und deswegen eine der komplettesten Spielerinnen der Welt auf Platz 6 in unserem Ranking. Ja, spielt auch einen schönen, unterschätzten Powervolleyball eigentlich auch. Ja, genau. Hat da wirklich viel Zug mit dabei. Und muss ich sagen, gefällt mir gut. Macht so ein bisschen das vor, was wahrscheinlich jetzt so eine Anouk Vergé-Desprez gerade so ein bisschen versucht. Die braucht und sich das als Vorbild nehmen würde. Und ja, ich glaube, das wird die höchste Position bleiben, die sie so in den nächsten Jahren in unserem Ranking bekommt. Würde ich jetzt mal davon ausgehen. Aber aktuell würde ich auch sagen, dass Platz 6 gut passt. Ja. Platz 5 und wieder ein sehr schöner Name. Und habe ich, glaube ich, irgendwann im Podcast auch gesagt, mein persönlicher Platz 1, für würde ich gerne mal einen Kaffee mittrinken. Ja. Aber wirklich einfach aus reinen Sympathiegründen. Weil die Frau strahlt auf dem Platz, die strahlt neben dem Platz und ist mit Sicherheit eine der sympathischsten, die es komplett da einfach gibt auf der ganzen Tour. Melissa Umana Paredes, amtierende Weltmeisterin. Muss man einfach mal klar dazu sagen. Und deswegen vielleicht Rückfrage, nur Platz 5? Ja, ist halt so die Sache. Sie wurde zur besten Zuspielerin ausgezeichnet 2019. Das auch verdient. Ab und zu kriegt ihre Partnerin, das die 1,98 Sarah Pavin, natürlich auch mal ein Sideout. Von daher, die Qualitäten hat sie. Im Angriff ist sie ganz klar limitiert. Auch Parallelen wieder zu so einer Nina Becsart. Wobei eine Melissa das noch ein bisschen konstanter macht, ein bisschen konstanter durchbringt. Und vor allen Dingen in der Defensive einfach noch besser ist. Also Top 3 rein in der Defensivblase, würde ich sagen, ist sie safe. Ja. Klar, es gibt noch ein, zwei andere Kandidaten, die wir auch noch nennen werden gleich. Aber da ist sie einzusiedeln und deswegen im Angriff 1, 2 Defizite, klar. Aber das gleicht sie aus und der Erfolg, ja, gibt ihr natürlich recht. Ja, absolut. Ich meine, das will ich nicht vergessen. Wir haben jetzt auch, das ist eigentlich krass, wir haben jetzt die Weltmeister vom letzten Jahr schon beide relativ tief gerankt. Aber da sieht man mal wieder, was auch so ein Mindset und eine gute Strategie vielleicht bei den Frauen dann auch ausmachen kann. Die Frau, die macht einfach Spaß zuzugucken. Ja? Jetzt nicht die athletischste, wie du gesagt hast, aber es macht Spaß, ihr zuzugucken. Und die hat vor allem auch einen guten Read und eine gute Analyse auf dem Feld. Ja? Ja. Nicht nur schnell, sondern auch einen guten Read. Und das macht sie überhaupt konkurrenzfähig mit ihren physischen Möglichkeiten. Mhm. Ja, Weltmeisterin, aber nur auf Platz 5. Wir gehen zu einer Frau aus Brasilien. Wir gehen zu Rebecca. Wir gehen zu einer sehr kleinen Spielerin, einer sehr galligen Spielerin, einer physisch nicht 100% austrainierten Spielerin.
einer Spielerin. Seien wir doch mal ganz ehrlich, die läuft wirklich mit einem Wohlfühlgewicht auf dem Court rum. Wir sind die Letzten, die jetzt hier Bodyshaming betreiben, aber wir sind immer noch im Profisport. Ja. Und das schon mal direkt das erste Statement, das beschreibt auch ihre Klasse. Ja. Dafür, dass sie einfach offensichtlich ein paar Kilos zu viel drauf hat, ist sie einfach so unfassbar gut. Und das sogar noch als kleine Spielerin. Ja. Die ist nicht hoch, aber die hat Handgelenk, die hat Technik und kann sogar Powervolleyball trotzdem noch spielen. Die Frau ist der Wahnsinn. Ja, Mann, also wenn die auch wieder von Mutter Natur so ein paar, so 6-7 Zentimeter mehr gegönnt bekommen hätte, und dann dazu fitter wäre, dann dürfte sie sich auch wirklich vor keiner anderen Brasilianerin und auch vor kaum einer anderen überhaupt verstecken. Überhaupt nicht. Weil die Frau ist wirklich eine Wucht. Also jetzt nicht, ne? Aber auch? Ja. Und auch. Naja. Am Ende Rebecca, Anna Patricia, ein Team, hatten wir schon bei den Frauenblockern beschrieben. Die könnten mehr. Und deswegen will ich die auch gar nicht höher packen. Die sollen sich das Ranking hier angucken. Große Enttäuschung für mich auch 2019 in Hamburg. Hätte ich mir viel mehr erwartet. Waren meine großen Favoriten. Ja. Und deswegen, ich bin mit der Durchschnittsleistung nicht zufrieden, wenn die Bock haben und wenn die, oder wenn sie Bock hat und ihre absolute Endgeschwindigkeit. Wird Anna Patricia bald wahrscheinlich mit einer anderen spielen? Wir wollen jetzt noch nichts liegen. Ja, wahrscheinlich. Und wie gut ist Rebecca dann noch? Das weiß man nicht, das werden wir dann sehen. Mhm. Aber es ist Platz 4 und das aber auch wirklich zurecht. Und wenn die mal, ich würde die gerne mal fit sehen, ich würde die gerne mal richtig fokussiert sehen und dann würde ich mal, also dann musste man die auch erstmal schlagen. Kannst du nicht Hans mal nach Brasilien schicken? Ich glaube nicht, nee. Schade. Ja. Aber am Ende, die macht wirklich Bock auf auch zuzugucken, macht wirklich Bock bei dir. Mhm. Muss man einfach mal so sagen. Ja. Platz 4. Ja. Platz 3. Und abseits von einer deutschen Spielerin, die sich jetzt natürlich zementiert hat in der Weltspitze in den letzten so 10 Jahren, ist sie vielleicht eigentlich die große Lady unter den Abwehrspielerinnen. Mhm. Die Karriere ist und bleibt ein wenig inkomplett, muss man sagen. Ungekrönt, ja. Weltmeisterin 2009, aber das ist auch so das einzige große Highlight, obwohl man viel, viel mehr erwartet hätte. Ja. 2012 war es überraschend Silber, natürlich auch in einer bitteren Niederlage im Finale gegen Kerry Walsh, natürlich gegen die Goat. 2016 dann mit Kerry gespielt und das war eigentlich die große Enttäuschung, weil ähnlich wie damals bei Phil und Sean Rosenthal dachte jeder, die holen jetzt für USA Gold. Ja. Und sie haben es halt nicht gemacht. Es war nur Bronze, auch 2019 in Hamburg war es wieder nur Silber. Ja. Also wir merken schon, es ist eine große Dame, die eigentlich noch mehr hätte gewinnen müssen, weil so gut ist es April Ross und die ist einfach the whole package. Ja. Das ist Carla Borger, no front, in einfach nochmal eine Ecke besser, im Angriff nochmal ein bisschen besser, in allen Elementen so ein kleines bisschen besser und deswegen war sie vielleicht auch mal zu dem Zeitpunkt die Beste der Welt, ist zu jedem Zeitpunkt wahrscheinlich immer Top 5 der Welt gewesen. Ja. Und das ist auch einfach eine Leistung, da muss man den Hut vorziehen. April Ross für mich, ja, auch schon, die Karriere reicht nicht ganz, aber eigentlich rein sportlich auch schon so eine kleine lebende Legende eigentlich fast schon. Absolut, absolut. Aber halt immer so ein bisschen im Schatten von Kerry Walsh, aber trotzdem auch diese Brise amerikanische Mentalität, ja, mit Lauren Fendrick eine Mega-Weltmeisterschaft gespielt, darf man auch nicht vergessen, jetzt kein Superstar. Die Frau hat Klasse, das ist einfach so. Deswegen völlig verdient. Platz 2. Ich habe einen deutschen Run, ne? Ich habe einen deutschen Run. Und viele haben, glaube ich, gedacht, die Frau kommt noch nicht auf Platz 2. Aber schon gespoilert. Sie ist auf Platz 2. Mhm. Es ist Laura Ludwig. Es ist die Olympiasiegerin aus 2016. Es ist die Mutter, die kommt wieder nach gefühlt 2 Wochen komplett shredded wieder zurück auf die World Tour kommt und einfach unendlich gute Skills zeigt. Ja. Egal ob in der Defense, überhaupt in der ganzen Mentalität, die war wieder bissig. Gerade am Ende letzter Saison mit dem Sieg auch in Rom, die war wieder bissig. Das muss man auch mal betonen, ja, weil ohne Scheiß. Also die hätte an so vielen Zeitpunkten entweder aufgeben können und sagen können, komm, scheiß drauf, ich tue es mir nicht mehr an, ich habe jetzt mein Kind hier zu Hause, ich habe genug geleistet. Ja. Die hätte auch mit ihrer Partnerin hadern können, mit der es ja auch nicht so unbedingt lief. Zu Recht auch, ja. Natürlich, und hätte sagen können, nee, komm, scheiß drauf, ich will mit wem anders spielen. Ja. Hat sie alles nicht gemacht, ist dran geblieben und dann jetzt wird die World Tour Finals in Rom am Ende von 2019. Das war der Wahnsinn. Hat sich da mal wieder die Krone aufgesetzt und das ist halt das. Eigentlich hat sie die Krone. Eigentlich, sie ist the Queen of the Beach. Sie ist die Königin unter den Abwehrspielerinnen. Trotzdem sehen wir einen wieder davor. Das werden wir gleich erläutern müssen. Ja. Wir können nichts Schlechtes reden. Das ist einfach Fakt. Mhm. Die Frau kann alles. Es gibt eine, die ein bisschen was mehr kann in ein paar Skills und deswegen ist sie nur auf Platz 2. Aber Laura Ludwig, ey, outstanding. Role Model für den Sport. Ja. Einfach toll, so eine Sportlerin in Deutschland zu haben erstmal. Das sowieso. Und jetzt kommen wir zu Platz 1 und werden uns erklären müssen. Denn es ist das Welttalent, das Jahrhunderttalent, das Supertalent. Sie ist erst 21 Jahre jung. Immer noch erst 21? Mit 14 war sie schon U23 Vize-Weltmeisterin, U19-Weltmeisterin, hat natürlich danach die Jahre alles abgeräumt. Bei den Damen, und dafür werden wir Kritik ernten, hat sie im Prinzip noch nichts geleistet. Das stimmt, sie spielt mit Agatha zusammen, war 2017 17. glaube ich bei der WM. Klar, noch in jungen Jahren, war dann 18 oder gerade irgendwas. 2019 Hamburg auch nur 9. Wie gesagt, auch eine große Enttäuschung. Ey,
Aber ich habe nicht umsonst Jahrhunderttalent gesagt. Die Frau hat wirklich so gut, alles. Ey. Duda, wir könnten jetzt versuchen, den ganzen Namen auszusprechen, das wir sparen uns das. Ja. Und sie hat einfach Dinge, die hat Laura Ludwig einfach nicht. Das ja. ist die, es ist einfach die beste Volleyballerin, die es aktuell auf dem Planeten gibt für mich. Und das auch mit dem Abstand. Sie ist eine begnadete Angreiferin. In der Abwehr ist sie schlechter als Laura, klar. Absolut. Ja. Dafür, was ja. Laura auch damals immer ausgezeichnet hat, ist der Aufschlag, ist bei Duda auch besser. Ja. Sie hat den besten und beeindruckendsten Poweraufschlag, den es auf der Welt gibt unter den Damen. Und alle Elemente sind einfach brutal stark. Zuspiel müssen wir gar nicht drüber reden. Und ja, aktuell scheitert es noch an einer Partnerin. Wir haben über sie gesprochen, die halt nicht mehr ganz auf diesem Weltniveau ist. Aber spätestens, wenn Duda und Anna Patricia zusammen durchziehen, das wird und muss passieren, dann werden die potenziell ein Jahrzehnt im Frauen-Beachvolleyball dominieren. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Das Krasse ist, dass die erst 21 ist und es gefühlt schon, kennt man die seit 10 Jahren. Ewig das dabei. Ist das Heftige. Ewig dabei. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass die mit Anna Patricia zusammenspielt, dann muss man irgendwann mal den Case aufmachen. Und das wird dann am Ende nächsten Jahres passieren. Da bin ich mir sicher, dass nach den Olympischen Spielen die beiden besten Brasilianer dann zusammenfinden. Und dann muss man den Case mal aufmachen. Dann wird es ein Team geben, welches besseres Niveau spielen kann als Ludwig Walkenhorst in 2016. Da muss man den Case aufmachen. Das stimmt. Das sage ich das ganz krass. Ehrlich. Und das sagt alles ja. aus. Und deswegen, Duda, wir hätten sie vielleicht noch hinter Laura packen können. Nein. Aus Legacy-Gründen, ja, genau. Aber wir werten in der Blase ja. die Skills. Ja. Und da waren, ja, wie gesagt, es ist nicht nur unsere Entscheidung. Nein, da stimmt. waren sich viele, viele einig. Ja. Wir hatten ein, zwei Leute, die natürlich immer noch gesagt haben, ey, Laura ist die Queen. Auch weil die Titel da sind. Ja. Ja. Aber es ist nun mal auch gerade die Tendenzen, die sprechen dann, auch wenn wir Kids Laura nicht sagen wollen, sie ist über ihre Prime hinweg. Aber definitiv ist da einfach so viel Potenzial auch bei dieser Dame. Und ja. Ach, da macht Bock. Ich bin echt gespannt, wenn die spielen. Die können ja jahrelang ungeschlagen sein. Wer soll die denn schlagen? Das wird heftig. Naja. Krasses Ranking. Ja. Ich bin ein bisschen. Also das. Da wird es das erste Mal schon echt richtig spannend bei den Frauenabwehrspielerinnen. Und das wird jetzt die nächsten Wochen natürlich nicht leichter. Wir gehen rüber zu den Männern. Endlich zu den Männern. Wollte ich jetzt nicht sagen, weil auch hier, wie gesagt, reden wir schon einfach, ja, reden wir von Weltklassenniveau, man sagt es nicht umsonst, das ist auch bei den Damen selbstverständlich der Fall. Und ja, hat Spaß gemacht und dann gehen wir in der nächsten Woche rüber zu den Männerblockern und behalten uns dann die Männer ab. Wir spielen natürlich für den krönenden Abschluss, genau wie wir es auch im deutschen Bereich gemacht haben. Von daher bleibt dabei, abonniert den Channel, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. So sieht's aus. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche und Dirk trinkt jetzt noch einen Schluck Bier. Ja. Ich gehe nicht eine Runde trainieren, das wäre jetzt Quatsch. Scheiße. Schön ein. Dir, ich komm jetzt. Abwehrweiber, Bruder.